Hallo und herzlich willkommen zu Folge 44 von Castlevania Symphony of the Night. Und jetzt gucken wir mal, ich bin immer noch euer Mr. Wendel 1974, was wir denn hier nicht gemacht haben. Das erste, was ich jetzt gesehen habe, war, dass wir am Anfang sogar was vergessen haben. Und das würde ich doch sagen, damit fangen wir mal an. Ja, ja, mach du mal. Meine ich den Lauten. Ja. Mal weg damit. Aber das Schwert ist tatsächlich neu. Useful. Dann werde ich wahrscheinlich auch nochmal, wenn ich irgendwie nochmal Lust und Laune habe, wahrscheinlich mit den anderen auch nochmal da reingehen, sodass die Intimis alle mal gleich levelig sind. Das würde ich doch nochmal irgendwie machen. Von der nächsten Folge. So. Runter. Da haben wir fast alles abgeräumt. Aber da unten haben wir das nicht abgeräumt. Warum auch immer. Okay, da fehlt noch was da oben. Das machen wir mal eben. Weg. Ich sag mal so, das wird zwar unwahrscheinlicher, dass wir das dritte Ending noch kriegen, aber wahrscheinlich kriegen wir halt eh nicht. Also. Ich sehe jetzt wahrscheinlich schon mal meine Score gucken, aber. Das wird wahrscheinlich extrem schwierig. Nein. Was ist denn hier so spannendes? Gar nichts, ne? Okay. Kann man ja nie genug von haben. Lesen bildet übrigens. So, dann würde ich mal einfach sagen. Warum bin ich denn da nicht weitergegangen, rechts? Wahrscheinlich, weil da irgend so ein heftiges Viech war. Nee. Schauen wir mal nach oben. Da waren wir, ne? Genau. Wir sehen mal, was wir noch. Wir haben ja genügend Wege. So ist das ja nämlich. Müssen wir erstmal gegangen werden. So. So. Das war der Wechselmarathon. Ich auch. Nicht so lang ist. So, das haben wir. Dann können wir direkt weitergehen. Haha, ich weiß wieder, wo wir sind. Haha. So. Super Panther-Viech. Weg. Das sind ein paar Level ausmachen. Und natürlich auch ein bisschen Erfahrung. So. Sich austoben.
Ah, jetzt macht er auch nur noch 15 Schaden. Na komm, wir nehmen die Bibel. So, jetzt gucken wir mal, warum wir da nicht weiterkamen. Das interessiert mich jetzt mal. Ja, zu euch komme ich da noch. War ich hier nicht schon? Achso, wir haben hier Ebran. Kein Thema. Da sind wir jetzt bewaffnet. Geht's da noch weiter oder nicht? Warum nicht? Okay, jetzt habe ich ein. Jetzt habe ich auch eine Wand eingezeichnet. Okay. Ja, das hat uns viel gebracht. Nämlich nix. Dann geht's als nächstes dahin. Na komm. Jetzt seid ihr nämlich One-Shots. Alles abgeräumt, ne? Genau, ganz nach oben. Kopfschütze weg. Und Dämonen können mir auch nichts mehr. Das ist schön. So. Das ist richtig geil. Na komm. So, was haben wir denn hier Schönes? Wie könnte man denn jetzt eigentlich mal angreifen? Macht zwar auch noch ordentlich Schaden. Aber er ist kein interessanter Gegner mehr. Schau da einfach ab. Da waren wir mal schon. Erwischt. Keine Chance. So. Ist auch nicht so spannend. Kann das sein, dass die ganzen Wände nicht eingezeichnet worden sind? So, natürlich auch geil wieder. Ja, wollte ich euch alles nicht zeigen. Vor allem ohne Feind. Da ist doch was. So, hier war ich noch nicht. Ja.
Das ist ja geil. Ich stoppe immer. Ich denke mal, das ist meiner. Komm mal her. So, Eric. Ich hätte die ganzen Diamanten mal vertippen können. Ah, gut. Hat sie hier auch eine Bibliothek? Ein Negativschloss wahrscheinlich schon, oder? Komm mal am Platz. Weg. Ist auch geil, ey. Kein Interesse an den Fritzen. Das war eine schöne Geschichte. Na komm. Ich krieg die eh. Was das? Level abgeräumt? Nee, genau, Alter. Ja. Schön. Und wisst ihr was? Das ist eine super Gelegenheit, hier einen Cut zu setzen. Ja, in der nächsten Aufnahmesession geht's dann da weiter. Und danach kümmere ich mich mal um Onkel Cerberus. Und ich muss mal gucken, das kann ich ja dann machen, wie viel ich dann schon habe, wie viel Kohle habe ich denn jetzt mal wieder? 1650, das ist nix. Dass man dann vielleicht auch mal schon mal guckt. Und wenn ich merke, ich bin immer diese 170% oder was man da haben muss, jetzt schon, dann lasse ich mir irgendwas einfallen, dass ich irgendwie das Ende so oder so kriegt. Aber da kriegen wir schon hin. Ich bin euer Mr. Benno 1974, vielen Dank fürs Zusehen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.